Willkommen zu einem neuen Transformer Review. Diesmal zu einem kleinen Special. Und zwar so einem kleinen Doppel. Und zwar Transformer Beast Wars Cheetor und Transformer Beast Wars Transmetal Cheetor. Also der normale Cheetor und halt der Transmetal. Man sieht, sie stellen jetzt beide eben das gleiche Tier, so eine Wildkatze halt da. Und das Besondere eigentlich, man sieht schon die großen Unterschiede. Er sieht jetzt eben mehr natürlicher aus, halt eben ein bisschen mehr tierischer, während er in dieser Form halt eben mehr eben nach Robot aussieht. Und das Besondere in seiner Tierform ist, dass er noch einen Zusatz hat, darum dieses eben Transmetal. Und zwar kann er eben seitlich so eine kleinen Düsen ausfahren. Also erstmal Flügel und dann hat er hier seitlich so eine Düsen, die man hier so rausklappen kann. Und dadurch kann er dann halt fliegen. Also in der Serie kann er fliegen. Ist ganz nett, sieht ziemlich gut aus. Was mir jetzt so an Cheetor auch gefällt, ist eben hier dieses Gold. Sehr schick, dieser Goldpanzer. Sieht sehr nett aus. Hat schon was sehr Edles. So, wieder zusammenklappen. Jetzt zur Verwandlung. Fange ich einfach mit den Transmetal an. Da klappt man eben hier seine Vorderpfoten eben nach oben. Dann kann man eben hier diesen Teil seines Körpers einmal nach hinten klappen. Also man sieht es, man kann es hier so hochklappen. Einmal dann so nach hinten schieben und dann klappt man es einfach so ein bisschen eben wieder vor. Hier versteckt sich schon der Kopf vom Transformer. Jetzt muss man hier seinen eben den Tierkopf auseinanderklappen. Ja, hier das noch ein bisschen aus dem Weg drehen. Dann kann man die Arme eben hier schon einmal umklappen. Dreht sie in die richtige Position. Jetzt muss man hinten noch den Schwanz abnehmen. Hier seine Füße runter. Was ich jetzt vergessen hatte, in der Tierform soll man eigentlich hier eben diese Hinterfüße runter, also wegklappen. Und dann eben wieder so vor. Ich lasse es eigentlich immer draußen. Ich finde, bei diesem Transmetal-Cheetor ist es relativ egal, wenn er jetzt nun die kleinen Füße draußen hat oder nicht. So, jetzt kann man hier seinen Schwanz ihnen in der Hand geben. Und dann hat er halt eine Peitsche. Was schon ganz nett aussieht. So, beide Cheetoren, also ja, gut, Cheetoren, weiß ich nicht, also beide Cheetor, so. Cheetor, egal in welcher Variante, ist ungefähr als Tier gleich groß. Also sagen wir mal so ungefähr 7 cm und der Transmit ist als Roboter ungefähr 13,5 cm. Jetzt kommen wir zu ihm und seine Verwandlung. Hier unten sieht man schon was Besonderes, so eine Art Wasserpistole, die kann man eben mit Wasser füllen. Und wenn man hier drauf drückt, spritzt eben hier vorne Wasser raus. Das Teil kann man abnehmen. Ist ja nachher eine von seinen Waffen. Hinten seinen Schwanz kann man auch abnehmen. Dann kann man das Ding einmal komplett so umklappen. Und hat eine zweite Waffe halt. Hier klappt man die Füße eben gerade runter. Dreht das einmal. Klappt hier unten seine Füße raus. Dann geht es weiter hier mit den Teilen, die klappt man einfach runter. Klappt das hier auf. Das hier runter. So, man muss das
so schon drehen, aber die Füße kann man halt noch mal drehen. So rum gehört sich das. Die Arme kommen dann hier zum Vorschein. Das muss man einmal komplett hier umdrehen. Dann hat man die Arme schon fertig verwandelt. Andere Seite halt das gleiche. Hier einmal komplett rumklappen. Dann dreht man hier diesen Kopf und klappt ihn hier so rein. So, eigentlich sollte es noch ein bisschen reinrutschen, aber gut, man kann es auch so lassen. Jetzt ist er halt fertig. Jetzt kann man ihn halt noch diese Waffen in die Hand drücken. Einmal eben diese Wasserpistole und die andere Seite halt das Teil. Sieht halt eben ganz nett aus. Also man sieht, sie sind beide fast gleich, also von der Höhe. Das nimmt sich jetzt nicht viel, ist ein bisschen vielleicht der Kopf ein Zentimeter höchstens größer. Was so ein bisschen auffällt, dass er so ein bisschen noch organische Sachen jetzt in seinem Robotermodus drin hat. Hier seine Hände sehen eher aus wie Krallen mit halt diesem Punktemuster. Sein Gesicht sieht eher verzogen aus, so wie, naja, schmerzverzogen und Zähne zeigt, weiß ich nicht. Also er gefällt mir wesentlich besser halt in seiner in seiner Tierform, weil mir halt so ein bisschen der Kopf nicht ganz so gefällt. Ist halt Geschmackssache. Dafür mag ich halt eben die normalen Cheetos in seinen Robotermodus, weil halt eben sein Kopf ziemlich gut aussieht. Er hat auch wie eben alle normalen Beast Wars Figuren diesen zusätzlichen, ja, Tierkopf. Gut. Sieht auch interessant irgendwie aus, wie so eine Riesenameise. Aber es ist ein. Der gefällt mir trotzdem besser, dieser Kopf. Und er hat auch ein bisschen bessere Hände. Also, naja, er hat eigentlich nur Fäuste, aber sie sehen trotzdem ein bisschen besser aus. Wie sagte er, mir gefällt ihm, er gefällt mir in seiner Roboterform eigentlich ein bisschen besser und er halt in seiner Tierform. Trotzdem haben eben beide so kleine, ja, sagen wir mal, Mängel. Von der Benotung her würde ich ihnen beide, ja, sagen wir mal, beide eine 2 minus geben, also Richtung 2 eher. Weil beide halt eben gute Figuren sind, aber halt nicht spitze. Also es fehlt ein klein bisschen noch, wobei ich nicht mal sagen könnte, was. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich sage tschüss, bis dann.